hören. Was bietest du mir denn heute Tolles an? Was ich dir anbiete, Jürgen, das glaubst du nicht. Es ist so fantastisch. Nein, ich glaube es nicht. Es ist ein neues Säuberungsmittel, das wirklich alles gründlich säubert. Jürgen, vergiss Sacrotan, denn jetzt gibt es Erdogan, Nationalreiniger. Ja, meine Damen und Herren, das ist das erste Reinigungsmittel auf Klötenbasis aus dem Hause Spacko. Wow, Susi! Ja. Und dieses Erdogan macht wirklich alles sauber? Ja, Jürgen. Schau mal hier zum Beispiel. Das war der Taksim-Platz in Istanbul früher. Du siehst hier ein unordentliches Durcheinander von kritischen Elementen und liberalen Bazillen. Und dann einfach ein wenig Erdogan in den Wasserwerfer feucht durchwischen. Und heute sieht der Platz so sauber aus. Dank Erdogan. Wow, das ist ja fantastisch. Ja. Und das hält. Und da kommt es nicht zur Bildung von neuer Unordnung? Nein, Jürgen, denn das gibt es mit Erdogan gar nicht mehr. Unordnung? Nein, Bildung. Weißt du, Jürgen, seit auch die Schulen und Unis mit Erdogan gereinigt wurden. Und das überzeugt viele weltweit. Deshalb wird Erdogan auch von der EU gesponsert. Denn Jürgen, es wirkt wirklich überall. Oh. Schau mal hier zum Beispiel. Das ist eine Grenze in Europa. Die sah vor ein paar Wochen noch so aus. Und dann hat man Erdogan angewendet. Und heute ist es so. Ach, Erdogan macht einfach so sauber. Es ist ein Qualitätsprodukt. Und das sagt auch der Erfinder selbst. Ha, dann ist er wirklich toll. Ja, nein. Aber Erdogan ist doch sicher unglaublich teuer. Nein, Jürgen, nein. Erdogan ist unglaublich billig. Oh. Für Türken kostet es nur die Demokratie und die will ja die Hälfte eh nicht. Für Kurden kostet es nur das Leben und für Europa unsere Werte. Oh, so wenig? Geil, davon gibt's ja kaum welche. Ja, ach Jürgen, da sagst du genau das Richtige. Steht ja auch im Teleprompter, du Trulla. Und deshalb, meine lieben Damen und Herren, entscheiden auch Sie sich für Erdogan. Bekämpft weltweit wirklich alles, außer